Hallo meine guten Damen und Herren und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Thimbleweed Park, dem guten alten Spiel, dem neuen guten alten Spiel mit einer guten alten Grafik. Und meine Freunde, wir sind immer noch hier am Quatsch mit der guten Dame hier über uns. Und was sie zu sagen hat, hören wir uns jetzt an. Und was hat sie dann in diesem Kuhdorf verschlagen? Why did you open in this crap-hole town? In dieses, Entschuldigung. This town has a dark and weird energy, which makes it perfect for a cult business. Do you mean an energy, like the signals I've been hearing about? No. Those signals sparking through the air lately are something else altogether. I don't know what they mean, but I know it isn't good. Okay, dann mal auf Wiedersehen, die gute Dame. Auf Wiedersehen. Goodbye. Haben wir irgendwas noch anderes hier? Da ist auch nur immer die zwei hier abgegribbelt. Was? I need to stay focused and solve this murder, so I can do what I need to do. It's a dime. Können wir das nutze das mit Münz? So, ne? Okay, müssen es also. Haben wir irgendwo ein Telefon oder so? Eventuell haben wir irgendwo ein Telefon, das wir eventuell sogar nutzen können, ne? Also. Oder geht die Lunge ab, ne? Loose change? Nö. Haben wir hier bei der Post gibt es bestimmt ein Telefon, oder das wir nutzen dürfen? Nö. Aus irgendeinem Grund gibt es da kein Telefon. Wir müssen irgendwo hin, wo es ein Telefon gibt. Bam, 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 bam. Wenn die News da kein Telefon gibt, weiß ich auch nicht selber. Na, gibt's auch. Was ist das überhaupt für ein Ort hier? Keine Telefone, was? Naja. Okay, vielleicht auch im Pub. Da ist wieder niemand drin in der guten Stück. Vielleicht im Diner. Nö, auch nicht. Ja, das weiß ich. Dass wir hier... Was? Logisch. Hello, Reno. Yes, sir. Yes, sir, it is quite annoying. No, sir. Yes, sir. No. They have been taken care of. Yes, sir. Permanently. Oh, yes, sir. Violently. No, sir. Yes, sir. Yes, wrestling was quite good tonight. Goodbye, sir. Oh, Snacks, Beer... Ganze Nacht, was wurde sogar, das wurde sogar übersetzt, die ganze Nacht geöffnet? Jetzt wirklich, das wurde sogar übersetzt? Oh, hier gibt's wieder, na gut. Movie Nitron. Rampam. Okay, gute Musik, gute Musik. Haben wir hier irgendwann noch mitnehmen können oder so? Grußkarten, wir schicken mal dem Herren einen Gruß. Na gut, aber wir gehen. Er winnt zu. Hier gibt es auch kein Telefon, ne? Da schauen wir uns dann später an. Oh, können sogar noch weiter. Was? Nice view. Ach so. Nice view. Wo geht's denn hier? Nice overview. Whoa there, little agent Areno. You can't just go bumbling around the county without a map. It's too easy to get lost. There is a killerino on the loose. Ich bin Bundesagent, ich kann auf mich selbst aufpassen. I am a federal genau, agent. Das würde ich auch sagen. Take care of myself. And a darn fine agent, I'm sure of. But we have laws around here and everyone is required to have an official map. Okay. A map?
Seriously? Oh, yes, and not just any map, but an official map. And where would I find this official map? Well, the county is plumb Reno out of them. I guess this really messes up your investigation. I'm sure the head office will understand Reno. Shall I mark the case as unsolved? Not a chance. The feds never give up. Or should I say, the Fed-arenos never give up. I see. Now you're mocking me. Nicht zum ersten Mal. But there's some donuts that need eating. Well, you got me there. Oh, those donuts aren't gonna eat themselves. But we have laws around here, and everyone is required to have an official map. Na gut. Yeah, you're right. I'll head back to town and find a map. Ooh, donuts do sound good. Na gut, bis dann. Jetzt will ich mal selbst rumlaufen. Wir müssen aber mal eine Runde... Naja, okay, sag nichts. Da unten ist unser Zirkus. Also der Zirkus, den wir haben... Für Revan, was ist denn hier? Eine Sendestation? Und hinten gibt es noch eine Stadt. Also gibt's... Geht zum Abflussrohr? Können wir das irgendwie betrachten? Nochmal kurz. Looks pretty dark down there. Gibt's hier irgendwo... Nö. Nee, hier gibt's keine... Ich dachte, vielleicht gibt's hier wirklich so oben einen Tunnel, wie reinschauen oder... Dass wir halt runterschauen können. Das ist aber na gut. Nee, gibt's nicht. Wir müssen ein Telefon kriegen und irgendwann noch... Irgendwo haben wir sogar ein Telefonbuch. Da eventuell können wir sogar... Leute anrufen. It's out of order. The coin. Detektivbüro Breitlauch. Aber 8703. It needs a dime to work. It's a payphone. Insert dime to make a call. There's a dime in the coin return. Was war das? Ach. Oh fuck. 8703. It's a dime. 8703. Detektivbüro Breitlauch. Sollten Sie diesen Gesprächstermin gebucht haben, wählen Sie bitte gleich nach dem Signalton die Ihnen zugeteilte Codenummer. Das ist, glaube ich, die falsche Nummer, ne? Detektivbüro Breitlauch. Oh, haben abgehakt. Okay. Das ist aber cool. Wie heißt denn hier der alles mit David hier, ne? Guck mal kurz. Sind das die Bäcker oder was? Sind das hier wirklich die Bäcker, also die das Spiel auch finanziert haben? Ich glaube ja. Was war denn das hier überhaupt? Gibt's hier irgendwie was?
Und vorhin F. Die Detective mit D, ne? Ich hab erstmal abgehakt. Wieso? Keine Ahnung. Wie heißt denn der Sheriff nochmal? Ist es mit S für Sheriff oder was ist denn das überhaupt? 4417? Nimi. Nee. 4417. Niemand ab, oder was? Safely First Savings, this is Mr. El Palo. I'm away right now. Please call back later. Okay, müssen sie irgendwie das richtige Telefon finden. Haben sie nicht abgehakt, oder? Ah ja, weiß ich auch nicht. Oh, müssen sie vielleicht einen richtigen anrufen und somit, warte mal kurz. It's a cell phone. Was hat denn denn für eine Nummer hier überhaupt? Warte mal kurz, schauen wir das mal an. It's a cell phone. Aber was für eine Nummer? Oder wir rufen unten an. Ja, keine Nummer hier, irgendwie. Definitely. Definitely Reyes' Notebook. Okay, haben wir hier irgendwie unsere Nummer hineingeschrieben? Kann das irgendwie sein? Nö. Bam, 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 bam. Nee, Ray, ist nicht drin, ne? Ist auf Deutsch und wäre es mit K, ne? Wäre Detective auch irgendwie auf Deutsch. Krastowski, okay, gut. Natürlich die Dingens, die wie heißen das? Die Simpsons, wenn er groß liest. Keine Ahnung. Ah, sie waren wir hier drin? Nee, doch, hier waren wir drin. Ne? Stimmt natürlich die mit dem. Nein! Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Ich weiß unsere Telefonnummer nicht, das ist wirklich ein bisschen doof. Das ist Main Street. Wir gehen ja zurück zum Bürgermeister. Der weiß natürlich das genau. Er weiß vielleicht das genau, was da oben ist. Aber wir müssen halt, wir haben vielleicht auch zwangsmaßnahmentechnisch irgendwie eingesperrt. Das ist aber gut. It doesn't have any buttons. Must be for incoming calls only. It doesn't have any buttons. Must be for incoming calls only. Okay. Gibt's da die Nummer auch? Ich dachte schon, boah, können wir das nehmen? Ah, you scare-a-renoed me. I mean, scare-a-hoed me. Whatever. What is that creepy violin music? I have no idea. It comes through the plumbing. Okay, back to sleep-a-hoo. Ist das der gleiche? Das ist wirklich der gleiche Kerl. So. Guck mal, das ist ein Abfluss hier, wir können da nicht reinschauen. Okay, gut. Ich will nicht reinschauen, ne? Und die Füße der... Ich weiß nicht. It's a very dark and smell. It's... Geh mal raus. So. Irgendwie ein Telefon... Das Telefon... Finden wir vielleicht irgendwie die Telefonnummer raus oder so, aber keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch, weil ich jetzt... Ja, die Teile ist schon ein bisschen fortgeschritten. Geht noch nicht so neige, aber eventuell schaue ich dann halt offscreen ein bisschen durch, was hier für Telefonnummern sind. Und ich langweile mich damit,
Ich will euch nicht mit diesen Details so gesehen. Oh, guck mal, können wir da rein? Können wir da? The doors are locked. Shit. Nobody's inside. Ich will euch nicht damit irgendwie, sagen wir mal so, nerven oder so, aber. Oh, die Dame ist weg. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Wo war das Telefon? Weil das auf der anderen war, auf der B-Street. Meine Freunde, das und weiteres in der B-Street werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und das war's.